Aber jetzt mal ernsthaft, das sieht jetzt auch wieder so aus, als ob das ein Weg zurück wäre. Nur, dass ich wieder nichts Knopfmäßiges sehe. Und ich möchte jetzt gerade keinen Cut machen, um mir die Map vom Walkthrough anzusehen. Oder Komplettlösung. Wo hier Secrets versteckt sein können. Weil wenn ich mal lerne, wie die Knöpfe aussehen, dann kann ich auch gezielter nach ihnen Ausschau halten. Hm? Ach. Hier rum also. Ah ja, hier sind wir richtig. Hoppala. Das war wohl richtig. Hi ihr zwei. Na gut, das ist noch harmlos, aber ich will nicht wissen, wie der Boss hier aussieht. Ach, ein Level Up und so ein Tank, das ist schon mal gut. Blockchance 20%, Donnerkrachen 100%. Verheerend. Erzeugt etwas Bedrohung, wenn ich blocke. Da sollte ich Blocken erstmal verbessern. Nee, halt. Rüstungswert verbessern, das ist am besten. Ah. Da scheint es runter zu gehen. Das ist Amethyst, eine der Elfenschwestern. Sie ist eine Hexe und kann wirklich gefährlich werden. Möchtest du mehr über sie erfahren? Okay, der Hauptsache verflucht sie ihr Ziel mehr und mehr. Irgendwann musst du sie beim Fluchsprechen unterbrechen und der Fluch wird zu stark. Sie kann sich auch selbst heilen. Also sollst du sie dabei unterbrechen, ansonsten werden wir sie nie töten. Okay, das hört sich machbar an. Elfenhexe. Okay, Boss, also. Hexenspucke. Hm. Gut. Ich glaube, der Hexenflug ist der Debuff, oder? Ja, schädigt das Ziel für 5 GP über 17 Sekunden und kann bis zu 10 Mal gestapelt werden. Schaden erhöht sich durch Stapeln exponentiell. Okay, das heißt, ich sollte maximal den Hexenflug auf 3 hochkommen lassen. Ja, jetzt spricht sie ihn wieder.
Weil die Hexenspucke da, die macht jetzt nicht so viel Damage. Jetzt ist der Hexenfluch 26. Okay, also beim nächsten Mal sollte ich ihn unterbrechen. Außer sie heilt sich vorher. Okay, Hexenfluch. Ist unterbrochen. Und das kann ich jetzt nicht unterbrechen. Oh, sie heilt sich gut. Das ist nicht so schön. Einmal die Gruppe heilen. Weißt du was, ich unterbreche den jetzt schon. Jetzt hat jeder den Hexenfluch, okay. Achso, den spricht sie auch die ganze Gruppe. Das ist daran, kann es liegen. Und das muss ich unterbrechen, okay. So wie ich dann den nächsten Hexenflug unterbrechen muss. Okay, den nächsten kann ich nicht unterbrechen. Das muss ich unterbrechen jedoch. Okay, jetzt muss ich aber gucken, dass ich den nächsten Hexenfluch... Kann ich auch wieder nicht unterbrechen, aber den nächsten... Ah, ich muss wieder ihre Geistheilung unterbrechen. Okay, das könnte langsam... anstrengend werden. Okay, jetzt habe ich den Fluch mal unterbrochen, bevor der uns zusetzt. Okay, einen... Nee, halt. Ich habe eine Notfallheilung. Okay, wenn sie einmal den Hexenfluch auf uns spricht, das ist nicht so schlimm. Das und das. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich ihre nächste Heilung wieder unterbreche. Thank you.
gerade noch rechtzeitig. Da kommt wieder ein Hexenfluch. Er ist wieder auf. Ah. Mist, ich habe die Geistheilung verpatzt. Den nächsten Fluch kann ich nicht, aber die Geistheilung. Jetzt muss ich aber dann wieder die nächste. Den nächsten Hexenfluch. Eigentlich den übernächsten Hexenfluch. Kann sein, dass wir neu anfangen müssen, weil ich das eine Mal. Geistheilung verpeilt habe. Und der Kampf jetzt dadurch länger dauert. Als er eigentlich sollte. Wir können es aber trotzdem noch schaffen. Wie viel Mana kostest du? So viel? Okay. Ja, doch, wir schaffen es noch. So. Wir haben sie. Hm, war sie nicht eine der geflohenen Gefangenen? Ja, sie war eine der Gefangenen geflohen. Nur daran habe ich nun Zweifel. Genau, warum sollte sie hier bleiben, wenn sie doch auf der Flucht war? Waren sie vielleicht alle von dem seltsamen Mann manipuliert? Wenn er überhaupt ein Mann war. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Hoffentlich finden wir bald ein paar Antworten auf unserem Weg. Ja, die löst sich auf, hinterlässt einen Dolch. Der allerdings nicht ganz so toll ist. Und ja, das war ihr Kampfraum. Zum Glück habe ich noch Mana-Fionen, habe ich noch ein paar. Zum Glück. So, dann machen wir mal Level-Ups. Für den Trommeln des Untergangs im Effekt zu Kriegsschrei hinzu, der die Angriffskraft umliegender Feinde. Und zwar 7% für 20 Sekunden verringert, ist gut. Alle direkten Schäden durch deine Fertigkeiten werden um 3% erhöht. Hm. Der Schaden von überwältigender Schlag.
Nee, verbessern wir mal die Trommeln erst. Und dadurch kriegt sie geglückter Schlag. Erhöht die kritischen Treffer um 20%. Das ist nicht schlecht. Nee, das hier nach ganz vorne. So. Blub, blub, blub. Und dein Level ab. 11 Punkte im Druidenbaum. Okay, was geben wir dir? Das hier. Tanz der Sterne. Wenn Neuwuchs auf ein Gummi geht, zaubert, wird weder Neuwuchs auf das andere. Okay, dass die meisten. Weder Neuwuchs. Nee, nicht ganz so. Ja, die kritische Chance aller Heileffekte. Das wäre eher was. Nein, mehr Mana-Regeneration während des Kampfes. Ganz dringend. Oh, es ist stockfinster hier. Wenigstens keine Bäume mehr. Was war falsch an den Bäumen? Sie wirkten unnatürlich inmitten der Kaverne. Bist du etwa ein Anbeter der natürlichen Ordnung? Es macht keinen Sinn, mit dir zu reden. Boss, hör nicht auf sie und lass uns etwas Licht finden. Richtig. Ah. Ah, cool. Lichtzauber. Okay. Das hebt 8 Minuten lang. Macht wenigstens sehr viel Licht. Ach du meine Güte. Höhlenwürmer. Okay. Na, ein bisschen Schaden können sie machen. Es lohnt sich aber fast nicht, da zu heilen. Ein Gitter, okay. Da geht's zum Anfang zurück. Noch eine Tür, noch ein Gitter. Ah, gut, das hat was geöffnet. Kann ich das auch wieder schließen? Lassen wir es mal offen. Ja, ganz ehrlich, ich schlag mal vor. Gehe jetzt wieder hoch in das letzte Stockwerk. Hey, jetzt habe ich auch hier Licht. Und das hier war... Ich bin vom roten reptilischen Tod. Erinnert mich irgendwie an den Drachen, den wir hier besiegt haben. Aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Deswegen werde ich jetzt hier, auch wenn wir noch ein paar Sekunden hätten, ein Safe machen. Ah, das ist LP14 jetzt. LP014. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde einfach mal auf die vollständige Karte von dem Stockwerk jetzt gucken. Also von Level 9. Wo wir Secrets übersehen haben. Dass wir die auch mal holen. Und dann werden wir... nach 10 gehen. Wey. Also, bis gleich.